mal zur nächsten Hütte. Oh, ich höre was. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da läuft er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber die verfolgen mich nicht. Ich bin noch gar... Warte. Reingesehen. Komisch hier, die Stadt ist verlassen. Also, war richtig verlassen. Nicht nur von menschlichen Personen, also Lebenden. Das ist ja gut eigentlich. Also ich freue mich immer so ein bisschen, wenn man keine Zombies sieht. Das ist echt so bei dem Spiel. Per Left 4 Dead denkst du dir... Oh, ich höre das. Ja, ja. Oh mein Gott, im Haus. Ach du Scheiße. Ich bin schon... Ich bin in diesem Fall Barota, wenn du das irgendwo auf der Map siehst. Ich hab die Map leider nicht auf. Oh, hat er mich jetzt gesehen oder was? Glaube ich hier eine Gleise drüber. Da ist so ein kleiner Bahnhof oder sowas. Ich hab hier irgendeine City vor mir und ich hab hier nicht wenige Zeit. Oh nein. Überall Zombies. Bei mir ist nix. Ich glaube, ich bin in der Nähe einer von den großen Städten. Entweder dieses Tscherno-Dingsbums oder Elektro-Sabotsk. Naja, in dem einen. Welche. In dem einen waren wir ja schon. Da musst du, wenn du näher rangehst, müsstest du eigentlich sehen, in welcher du bist oder in welcher Nähe. Das ist mir erstmal egal. Ich brauche erstmal hier ein bisschen Ausrüstung. Ich habe hier irgendeine Hütte jetzt gefunden. Ich gucke mal, ob ich da reinkomme. Schleiche mich hier langsam an. Hallo. Anyone there? My name is Udo. Ja, I'm coming in freedom. I am peaceful. Don't hurt me, please. Ich komme ja auch nicht. Doch, hier kommt. Nee. Ach man, es wäre so cool gewesen, wäre ich mal hier neben so einem Haus gespawnt, wo erstmal so eine Panzerfaust drin liegt und eine Uzi. Klar doch. Blutkonserve. Aber nein, ich spawn hier in der Walachei. Sehe hier nur kaputte Jeeps, zugemauerte Häuser und viele Untote um mich herum. Da oben läuft auch schon wieder einer. Der kommt Gott sei Dank nicht zu mir. Third Person geht. Oh, wie geil. Drück mal Enter auf der Num-Taste. Endlich geht's mal. Ah, cool. Oh, scheiße. Der hat mich gesehen, oder? Oh, scheiße. Oh! Enten ist einer. Oh, nein! Das ist ein Spieler. Lol, das ist ein Spieler, oder? Bist du gejagt, oder was? Nein, ich nicht. Ich aber ein anderer. Lol. Oh, da ist ein Runner direkt vor mir. Oh, Gott sei Dank lieg ich. Lol, der Spieler hier, der ist total dumm. Oh nein, der Runner kommt genau auf mich zu. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Langsam wegkriechen. Langsam wegkriechen. Du siehst mich. Nein, er hat ihn! Der hat mich gesehen! Wow, 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 komm, steh auf, Mann! Ah! Wow, noch eine verdammte Scheiße! Oh nein, jetzt komme ich nicht durch oder was? Oh nein, oh nein! Oh, jetzt habe ich drei hinter mir. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Ja, versuche irgendwie wegzurennen, durch ein Haus zu rennen, ja, ja, und dann leg dich irgendwo ins Gras, wenn du durchs Haus durchgerannt bist. Natürlich scheiße, wenn das Haus nur eine Tür hat, ne? Oh, da ist gleich direkt noch ein Runner gespawnt. Was eine Scheiße. Legen die einfach mal hier ins Gras, mal schauen. LOL, die haben einen anderen Spieler jetzt im Visier, irgendwie. Ja, geil. Leg dich hin, dass sie dich nicht sehen, dass sie ablassen von dir. Das geht schon irgendwie. Oh, ich bin voll in den Runner reingerannt. Der hat mich gar nicht gesehen, Gott sei Dank. Bin direkt wieder zurück und hab mich ins Gras gelegt. Aber mit dritter Perspektive macht das Ganze natürlich dreimal doppelt so viel Sinn, ne? Wo wir jetzt auch mal dieses Alt, diese, mit der Alt-Taste, dieses Zurückschauen, probiere ich gerade immer so ein bisschen aus. Ganz interessant.
komme ich jetzt hier weg? Also die anderen habe ich scheinbar abgehängt, die sind nicht mehr da. Findest du aus? Irgendeine City von... Boah, da wimmelt es wieder von Untoten, so eine Kacke. Aber ich sehe eine Kirche. Und Kirche hieß immer Gegenstände, oder? Kirche ist meistens, ja, meistens was zu erwarten, ja. Ich hab die Loot-Map halt gerade nicht offen. Oh, 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 oh. Ah, nee. Aber die laufen so komisch. Ah, sind sie weg. Ah, der wurde gerade getötet hier. Patrick was killed, müsstest du auch sehen. Sind die Zombies irgendwie despawned, Gott sei Dank. Waren nicht meine, nämlich. Aber die sind doch in der Meer gerannt. Ich trau mich gar nicht aufzustehen, bist du das? Mann, wenn ich jetzt wüsste, was das für eine City hier ist. Oh shit. Oh, da, oh, kommt der denn her? Einfach in einem Haus aufgetaucht. Um die Ecke gelaufen, auf einmal stand er da, Mann. Oh, oh, direkt vor mir noch einer. Oh, 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 oh. Oh, ich leg mich hin. Scheiß drauf, ey. Okay, okay. Bewegen jetzt rollend vorwärts, weißt du, was ich meine? Ich mach das gestern auch gerade. Ich roll gerade über die Straße. Lol. Yeah. Komm ich jetzt gar nicht mehr ins Dorf reinzugehen, ne. Oh, rechts von mir ein Runner. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der kommt auf mich zu. Lieber das Hauspark. Der kommt direkt auf mich zu. Kenn ich zwar nicht, aber okay. Kennst du nicht diese Folge, wo sie jagen gehen und... Nein. Ich hab die rechtfertigen, gesehen. Die rechtfertigen halt alles, was sie abschießen, damit, dass sie rufen... Ach so, genau. Sie kommen genau, direkt ja, auf mich ja, zu! Ja, genau, ja, doch, kenn ich. War ziemlich am Anfang, in den ersten Seasons. Immer wenn sie so als Rechtfertigung für das amerikanische Gesetz immer angegriffen wird, darf man schießen. Das ist schon krass, dass du halt echt gar nichts hast jetzt so zum Anfang. Ja. Würdest schon noch mal gerne in das Dorf reingehen, weil ich will was haben. Wenigstens was zu trinken. Oh, oh, oh. Ach ne, hier ist ein Spieler. Der hat auch keine Waffe. Ha, du hast auch keine Waffe. Das bist aber nicht du, oder? Nee, glaub nicht. Gut. Du stehst nicht an den Gleisen irgendwo. Nee, Leute, der hat mich gar nicht gesehen. Total geil. Ich lieg hier und hab den vorbeirennen sehen. Da rennt hier irgendwie ein Berserker durch die Gegend. Ich muss sagen, ich komme hier eigentlich gerade gut vorwärts, obwohl hier viele Zombies um mich herum sind. Das geht schon. Ja, gleich muss halt nur vorsichtig sein. Ja, und vor allen Dingen aufmerksam um dich rumschauen, wo sind welche. Ja, ich will jetzt eigentlich ich habe jetzt rechts einen und links zwei und ich würde gerne zwischen den zwei durchkriegen, dass ich ins Dorf reinkomme. Oder links sind drei, nicht zwei. Oh, da ist doch hier ein da hinten. Oh, da will ich hin, da gibt's Sachen. Oh, oh. Denn. Man beachte hier auch meine coole Sonnenbrille. Ich bin gerade so ein alter Sack mit grauen Haaren und ich glaube, ich habe einen Harry Potter. Ja, ich bin so ein Verschnitt, so eine Mischung aus Niobe, aus Matrix und hier die Olle von Buffy, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Die Dämonenjägerin. So, ich kriege jetzt aufs Dorf zu, inmitten von Zombies. Links ist einer. Geradeaus, wo ich hinkriege, ist einer. Oh! Und links vor mir ist noch einer. 11 Uhr. Ein Runner. Und rechts sind zwei. So Bauern-Trampel. So ein grünes Hemd und so. Das können nur Bauern sein. Oder gewesen sein.
Jetzt wünsche mir mal Glück, dass ich hier eine Waffe finde. Ich bin nämlich in einem Shop. Na, Shops sind Waffen eher Mangelware. Kannst du mir Glück wünschen und nicht hier irgendwas von Mangelware erzählen? Oh, ich wünsche dir viel Glück. Das soll irgendwo im Shop soll da ein Helikopter für dich bereitstehen. Wahnsinn, ich habe eine Taschenlampe gefunden, als ob ich nicht schon eine Taschenlampe hätte. Ich wollte mich verarschen. Oh, was war das? Oh, was war das? Hä? War das? Irgendwie Geräusche. Aber das war nicht ich. Rechts von mir irgendwie wie schnelle Schrittgeräusche, aber da ist nichts. Hey. Ich hab was zu essen gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein Bolzen mit hier. Na, das lohnt sich nicht. Oh! Schon wieder. Hm, komm schon. Ah, diese Runner, die sieht man aber auch nicht im Gras, ne? Wenn der irgendwie direkt neben mir ist, ich würd's nicht. Ja, die sind aber auch fies, weil die halt so geduckt laufen. Oh ja, vor mir ist er. Vor mir ist er. Sehr gut. Ich will aber jetzt ins Dorf. Ich will ins Dorf. Oh. Oh, oh, oh. Nee, doch nicht. Der eine läuft genau auf mich zu, Mann. Aber langsam. Er kommt direkt auf mich zu! Ja. Ja, die Muni mit. Ja, komm, ja, die Muni hier mit. Aber ich will jetzt in dieses scheiß Dorf rein. Das ist bloß so. Zwei Schuss. Komm. Ja. Ne, wollen wir nicht haben. Alter, hier kommt einer rein. Ich glaube, der hat mich noch nicht gesehen, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, leg dich hin. Ich glaube, die kommen nicht ohne Grund in Shops rein. Aber der hat mich noch nicht gesehen, also der ist noch nicht aggro. Das weißt du nicht. Die sind in Häusern nicht so aggro wie draußen. Oh, draußen mutieren die zum Marathonläufer. Oh mein Gott. Er macht schon komische Geräusche. Ja, wenn sie Geräusche machen, ist es nie ein gutes Zeichen. Du bist so ein kleiner Pessimist, gell? Keine Waffen in Shops. Geräusche machen ist nicht gut. Naja, Hauptsache Alexa stirbt. So, jetzt mal ruhig, ich muss mich konzentrieren hier. Ja. Oh, verdammt. Total dumm, dass er hier das Hassblatt drückt, wo ich drüber lang laufe. Das nimmt mir den ganzen Sichtschutz weg. Oh nein! Oh Scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut, glaube ich. Jetzt habe ich Mist gebaut. Oh, lauf doch, du Depp! Oh nein, oh nein! Ich blute, ach Mann. Ach Mann, ich habe keine Waffe und ich blute. Und ich. Ah, ich habe so verkackt jetzt schon hier. Wo soll ich denn jetzt? Ja, aber ich muss ja rennen. Als ob ich jetzt hier Zeit hätte, mich hier hinzuknien und mich zu verbinden. Jetzt sind überall zwei, ich glaub's ja nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, renn noch ein bisschen. Du irgendwie ein Hindernis zwischen dir und denen bringen, dann bleiben die irgendwie stehen. Ja, so hat's bei mir funktioniert. Ich versuch's. Oh nein, meine Sprintgeschwindigkeit geht runter. Oh nein. Er ist hinter mir. Trappel jetzt durchs Dorf durch. Ich glaube, ich bin gleich schon wieder tot. Ich hab's schon Quatsch. Verkackt. Oh nein! Ruhe, Ruhe! Was war das? Genau gehört. Ich weiß nicht, wie ich den abhängen soll. Oh, geh doch hier durch und mach die Tür zu, du. Ja, wenn es nur einer ist und du hier diese zwei Kugeln hast mit der Pistole, dann schießt den doch tot. Ich glaube. Ich hoffe, ich bin jetzt sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich muss mich auf jeden Fall erstmal verbinden. Ist aber nix. Ich hab ja nicht mal ein Haus, wo ich rein kann. Was ist denn für ein Dorf?
Oh, warte mal, das. Naja. Ist auch keine Fenster. Also keine Fenster, wo man reinkommen kann. Aber ich hab's echt geschafft, ich hab's sie abgeschüttelt. Also es geht halt irgendwie, ist schon geil. Jo. Jetzt vielleicht die Tür. Oh! Ah ne, oh, jetzt hab ich gedacht, der Zaun, weil der war irgendwie hinter dem Zaun war was, aber da war bloß Textur von der Zaun, von der Tür vom Zaun. Hab ich gedacht, da war einer drin gestanden, aber da war nichts. Ich bewege nur kriechend vorwärts, Mann. Aber, hier kann ich rein. Zumindest so aus. Ach nee, da ist halt, das ist bloß ein kleiner Schuppen. Scheiße. Alter, ich hab grad übelst den Schock bekommen, wo hier ein Player reingelaufen ist. Boah, ich hab hier bloß Chemie-Lights, weißt du, diese komischen Dinger da. Jetzt hat er hier Zombies reingelockt, der Schmock. Und ich krieg's ab, oder was? Ja, ja. Oh, blut ich schon wieder alles. Ach man, ist doch scheiße jetzt. Warum hat er die zu mir gelockt, der Schmock? Was, blutest du jetzt schon wieder? Ich glaube nicht, aber ich hab halt schon wieder ein Problem hier hinter mir. Verdammter Mist. Komm ich ja gar nicht durch. Was ist denn das jetzt für eine Kacke? Wieso ist denn hier Stacheldraht? Scheiße, ey. Ach man. Also dieser Run war dann nicht so toll. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwie. Oh, das ist ja richtig groß hier. Ich bin hier in irgendeiner größeren Stadt. Oh nein, ich will legen. Ich will legen. Ey, das. Oh, was. Der denn her? Ach, der läuft nicht vor mir. Ey, hier ist nix in dem Scheißdorf, Mann. Oh, fuck. Ich scheuche hier gerade alles auf, was aufzuscheuchen ist. Was eine Scheiße. Komm schon, geh am Zaun vorbei, Mann. Oh nein. Ah, ne. Nee. Was denn jetzt? Oh, ich glaube, ich hab DC oder sowas. Ich hab eine rote Leitung hier. Ich hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Bin leider ein bisschen angespannt. Noch scheint es zu funktionieren. Ich habe eine rote Verbindungsanzeige. Oh, jetzt geht's wieder. Gott, hier liegen Leichensäcke. Alter Schwede, das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Lol, was hab ich denn hier? Zombie mit dem Helm auf. Ist doch so ähnlich. Nee, er hat eine blaue Jacke an, aber so ein Helm auf. Irgendwie so ein Bauarbeiterhelm oder sowas, aber halt gräulich, nicht kein gelber Helm. Zuordnen, aber ich will da glaube ich auch nicht richtig zuordnen. Ich will hier nur irgendwo rein. Und irgendwas finden. Na, ich oh nein. Irgendwas finden. Irgendjemand hat hier in meiner Nähe. Kann ich hier rein? Bitte, kann man hier rein? Bitte. Ah, die Tür ist zu. Lol, die Geräusche von den Viechern. Oh, die bewegen sich schnell. Aber nicht zu mir. Ich hab eine Wasserflasche gefunden. Oh, was geht denn bei dir? Und eine Bandage. Ja. Oh. M1911 Munition. 7 Schuss. Ja, komm, ich nehme sie mal mit. 1911 ist auch eine Handfeuerwaffe. Ja, nehmen wir auch mit.
man beim Getränkeautomat Dosen ziehen kann? Ah, oh, hier gibt es ja noch mehr. Glaub nicht. Tue ich's nicht, aber ich glaube nicht. 8 Schuss. Nee, das kann ich nirgendwo rein in diesem Dorf. Das ist doch. Was ist denn das? Das hier für ein Dorf? Bloß Vögel, lol. Vögel aufgescheucht oder so. Ey, ich will jetzt hier irgendwo rein. Ich muss mal ein bisschen schneller vorwärts bewegen hier. Hier sind welche. Hast du schon mal irgendwie einen Anhaltspunkt gefunden? Ein Schild oder so, wo du dich befindest? Ja, kann, ja, ist halt ein russischer Schrift, ne? Bist du auch ein Russen? Also ich hast kein Russisch gehabt. Nee, ich habe kein Russisch gehabt. Ich war 5 Jahre. Ja, ich auch nicht. Also ich kann Richtung warte, bla bla bla, Richtung Osten gehen, dann komme ich nach, ich weiß natürlich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Jeforok oder so. Jeforok. Wenn ich nach Westen hier komme ich nach Koma, wo ich hergekommen bin, was ich dir gerade gesagt habe. Koma. Kann sich, weil ich kenne die Schrift, ich kann die Schriftzeichen nicht entziffern. Ich weiß nicht, wie ich das hier ausspreche. Ey, alle Häuser zu hier, das gibt's doch gar nicht. Oh, das ist Schuppen, da muss ich mal hin. Oh, ich bin bestimmt wieder zu leichtsinnig, als was finden will. Italia-Fans hier vor meinem Haus stehen und rumgrölen. Soll mal ruhig sein. Die stören mich hier in der Aufnahme. Mhm. Verdammt nochmal. Also ich habe hier reichlich Essen und Trinken jetzt gefunden, aber ich finde keine Waffe. Richtig ruhig hier bei mir. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Hallo. Hallo. Noch mehr zu essen. Also wenn du mal Hunger hast, dann ich kann dir hier schon ein tolles Mahl aus Sardinen und Pasta machen. Machen wir ein schönes Feuer. Natürlich. Stellen wir die Dose drauf. Ja, genau. Ja, wie beim Bund halt. Keine Hühnchen hier erst kaputt machen. Oh, da ist nochmal eine dicke Kirche. Da bin ich ja versucht. Oh, was ist das denn hier? Da gefunden. Kannst du mal reingucken? Oh, Nupuni und Munition, wieder diese M1911 und Schrotflintenmunition. Ich glaube, ich nehme mal die 1911 mit, die tun mir nicht zusätzlich hier Plätze oben in meinem Rucksack wegnehmen. Oh! Was? Kratzt denn da? Was zu trinken. Ein Rucksack. Ich will jetzt mal eine Waffe finden. Zwei Schuss. Was sind das für Geräusche? Ich hab keine Ahnung. Komische Kratz. Ne, nicht wie Kehrgeräusche. Wie als würdest du mit dem Besen irgendwie im Besen einen Boden lang schrubben. So hört sich das gerade an bei mir. Wahrscheinlich schleift da einer sein. Oh, ich hab eine Waffe. Olle. Jawohl. Was ist das für ein Ding? Oh, ich habe sogar Schuss dafür, glaube ich. Kann man nachladen? Jawohl. Oh, ich lock jetzt aus. Also ich bin fertig. Was nehmen wir hier noch mit? Red Road Flare. Kann man eigentlich einmal mitnehmen. Also du hast gesagt, du bist ziemlich östlich, richtig? Also ich bin an der Factory, ja. Das ist, also wenn ich mich recht erinnere, ziemlich weit im Osten gewesen. Sehr weil dann bewege ich mich nämlich auch, ich bewege mich auch zur Richtung Osten. Bloß halt ist richtig lang. Boah, ich hab hier gerade. Hab ich den hier gefunden?
Irgendwie so eine alte Militärbasis oder sowas. Ach was. Ja, sieht hier so aus. Also zwei so, da könnten theoretisch Flugzeuge drinstehen, also solche Hangars dafür. Und links daneben ist so ein Funkturm. Bloß natürlich sind vor mir, rechts von mir ist ein Runner. Musst du Rechts vor mir, an dem kriege ich vorbeikriechen? ja bei. Na. Naja, ich bin dabei. Oh, warum ist hier Action Musik? Da hab ich nicht gesehen, oder? Nein, nein. Wow, was ist denn da hinten? Wie war denn das nochmal mit Waffe runternehmen? Hat er da nicht geschrieben, zweimal STRG? Ja, hat er. Geht irgendwie gar nicht. Da? Okay. Oh, der kommt genau auf mich zu. Hoffentlich komme ich an dem vorbeigekrochen. Also ich versuche jetzt auch diese Stadt hier zu verlassen, wo ich bin, und ich bewege mich da mal so langsam gen Westen. Oh, das ist sehr gefährlich, was ich gerade mache. Ist kein Gras mehr. Wohl gut aus. Oh, da ist eine Kuh. Ist die Kirche wieder. Ja, die kannst du halt killen und mit einem Messer dann häuten und Das ist Fleisch klar, das ist rausschneiden klar. und Aber ja. warum greifen die Zombies die Kühe nicht an? Ja, das Boah, es sind ist noch ein Runner wahrscheinlich direkt mehr. Wo kommt der Zombies, denn die her? auf Menschenfleisch stehen. Da war da ein Player gerade. Ich bleib jetzt hier einfach mal liegen. Hoffentlich steht er gleich auf, macht irgendwas Unvernünftiges und der Zombie, der hier links läuft, greift ihn gleich an. Kann man nur so gehässig sein. Ja, hier, jeder ist sich selbst der Nächste, oder? Wenn man sich nicht kennt. Er hat mir nicht geholfen. Na cool, wenn du siehst, wenn wir das spielen, wie viele Leute da währenddessen derben. Das ist ja immer jemand anders, ne? Also denke ich nicht, dass der ausloggt und einloggt, um einen anderen Spawn zu bekommen. Also ich bewege mich jetzt ganz, ganz langsam auf diesen Hangar zu. Haufen zerstörte LKWs. Der eine da hinten, der sieht fast noch intakter aus, obwohl er sehr verrostet ist. Wäre crazy, wenn ich hier gleich einen LKW finden würde. Bin natürlich ich der Depp gewesen, der einen Fehler gemacht hat, und ich werde jetzt gejagt. Lol. Scheiße. Scheiße. Lasst mich. Ihr garstigen Kreaturen. Wie ich immer so schön sage. Verdammten Zombie-Brüder. So, ich habe jetzt den Hangar erreicht. Aber Ich vor versuche mir jetzt erstmal links. die Fabrik hier zu verlassen. Ey, das Das war ich noch nie, das ist total krass. Ey, wenn ich hier nichts Interessantes finde, ey, dann flippe ich aus. Oh nein. Warum schreit er hinter mir? Der schwindet wohl auf zu schreien. Ich hätte so gern ein Haus. Oh, jetzt höre ich auch noch Schüsse. Ich laufe einfach mal dahin, wo ich die Schüsse höre, und Micha was killed. Na super. Ja, lese ich auch. Schnell, 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 kletter doch hoch, du Depp. Kletter doch hoch. So, wehe, du kletterst mit daher, du blöder Zombie. Oh, hier liegen die ganzen Soldaten tot. Meinst du, die kann ich durchsuchen? Also ich bin jetzt noch nicht bei denen dran, ich sehe die bloß da hier. Sind 11, 1, 2, 3, also bestimmt 10, 11 Soldaten hier tot am Boden. Ey, wenn ich hier nichts finde, ne? Ein Ja, ich Anfall. bin hier halt auch in so einer City, da waren auch Soldatenleichen und ganz viele Leichensäcke, das hat Schüsse. Da kommt doch jetzt keiner hochgeklettert, oder? Ihr kommt doch hier nicht hochgeklettert. So ein Steht Timer da. an? Ein Timer? Ja. Inwiefern?
Na, ein Timer halt. Wie lange ich aufnehme? Nee. Ja. Nee, habe ich nicht. Schlecht. Ich glaube, ich muss hier eh langsam Schluss machen, weil ich stehe hier auf irgendeinem Dach und direkt an der Leiter stehen halt die Zombies. Ich würde schon gerne noch wissen, was in dem Hangar ist, bevor ich meine zumache. Ich hatte voll den Clipping-Fehler gehabt. Ich dachte, ich fall gerade das Haus runter. Ob ich mir hier wehtue, wenn ich hier runterspringe? Was soll ich anders machen? Der Hangar ist ja cool. Autsch, autsch, autsch. Finde ich hier was? Oh nein, ich hab Knochenbruch. Oh, da ist eine Leiter, ich Depp. Kacke. Da hinten sehe ich was. Was liegt denn? Oh, bloß eine alte Whiskyflasche. Oh, und was zu essen. Nee, was zu trinken. Oh, ist eine MD-Soda-Büchse. Oh, ich flipp gleich aus. Was mache ich denn jetzt gegen einen Knochenbruch? Kannst du denn jetzt schon wieder einen Knochenbruch haben? Ja, ich bin halt. Oh, ich war halt auf dem Dach drauf und ich bin auf so ein Vordach gesprungen und. Das war keine gute Idee. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Hier sind Leichensäcke. In dem Hangar drin. Das sind bestimmt. Warte. Das sind 20 Personen in so einem Leichensack. Hier auf dem Boden rum. Ah, wäre ich mal auf dem Dach geblieben, ich Depp. Verdammter Depp. Verdammter Depp. Naja, du musst dich ja eh kriechen fortbewegen, dann ist er nicht so schlimm. Ich roll jetzt einfach vom Dach runter. Hui. Und ich bin tot. Aber auch nichts.